Meine lieben Kreativhütchen, schön, dass ihr da seid. Erstmal ein riesengroßes Dankeschön und ein riesengroßes Hallo an alle Neuen. Wir sind fast bei 500. Ich hätte es mir niemals zu träumen gewagt. Ich freue mich so sehr. Es geht mit großen Schritten auf die 500 zu und ich bin so happy about it. Danke, 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 danke für euren Support, danke für eure Kommentare, für eure Likes und für eure Abos. Das wollte ich unbedingt mal loswerden. Riesengroßes Dankeschön. Ja, ich weiß, es war jetzt für euch in die andere Richtung, aber ja. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin so happy, es tut mir leid. Ich bin heute Morgen aufgestanden, habe auf die Dings geguckt und war bei 484. Und ich denke mir nur so, ja, Leute mögen meinen Stuff, ich freue mich. So, kommen wir mal zu dem heutigen schnellen Haul. Ich war bei Teddy einkaufen und habe so einigen coolen Stuff gefunden für Herbst, für Weihnachten und den möchte ich euch zeigen. Und natürlich wieder reduzierte Sachen. Ihr wisst, ich liebe reduzierte Sachen. Fangen wir mal an. Super süße Lichterketten. Die sind 3 Meter lang, wenn ich mich... Nein, stimmt gar nicht. Wie lang sind sie? Lass mich kurz gucken, bitte. 10 LEDs sind drin. Es ist ein warmes Weiß. Wurde reduziert auf 55 Cent. Wichtig, von 5 Euro. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also aus welchem Grund sie jetzt... 135 cm ist die komplett lang. Und alle 15 cm kommt ein Lichtchen. Und ich finde die so... Ich hole sie mal raus. Ich finde die schon mega süß. Man kann bestimmt was draus basteln. Die finde ich ultra süß. Ich habe mir dieses Mal sogar... Ha, ich habe dran gedacht, mir Batterien zu holen. Also an die Seite zu legen, damit wir sie gleich ausprobieren können. Ha! Und es leuchtet. Ich finde die mega süß. Ja, beim näheren Hinschauen sieht man, dass es künstliche sind. Das ist ja auch logisch, aber ich finde die schon mega süß. So, die, wie gesagt, in der reduzierten Ecke. Guckt mal bei eurem Teddy. Nicht alle Teddys machen das, also... das ist immer der in, oh Gott, in nicht in Lich, sondern bei mir in Lola reduziert er viel. Der Action reduziert nicht so viel, da ist es auch nicht so schön zu gucken. Aber jeder Teddy ist da unterschiedlich. Dann nochmal eine für, also von 5 Euro war sie erst auf 2,55 und dann auf 1 Euro reduziert. Habe sie dann auch für 1 Euro mitgenommen. 1 Meter Länge, alle 10 cm ein Lichtchen und es sind 12 LEDs drin. Und auch die schmeißen wir mal kurz an. So, die ist mit einem Seil, ich finde das mega cool. Und sie verliert Kunstschnee. Ach, das Problem mit dem Kunstschnee, er liegt wirklich, wirklich überall. So. Okay, vielleicht sollten wir die erstmal aufmachen. Autsch. Okay, hier geht es dann ans Dings. Und, ah, okay. Das ist ja cool. Muss man dann gucken, wie man es dekoriert? Aber hat was. Sola. Im Moment hat Teddy sowieso wieder eine Rabattaktion. Ich weiß gar nicht, die läuft ab gestern, ab dem 18. auf künstliche Pflanzen. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent. Ich blende euch das mal ein, das Bild. Dass ihr das wisst. So, wie gesagt,
Ihr seht, Kunstschnee fällt immer irgendwie ab. Dass ihr wisst, was ich meine. Falls da was dabei ist, dass ihr nochmal zuschlagen könnt. Weil die haben ja manchmal echt coole Kunstblumen. So, kommen wir zur letzten. Runtergesetzt von, ich glaube auch 5 Euro auf 55 Cent. 20 LEDs. Und in der Länge ist sie 1,42 Meter. Das sind immer so seltsame Längen. Die ist zugeklebt. Aber LED, also ich finde Lichterketten, LED-Lichterketten kann man gar nicht genug haben. Und es ist für den Preis, es ist mir eigentlich ehrlich gesagt egal, Hauptsache sie funktioniert, ob ich sie jetzt so lasse im Ganzen oder ob ich sie auseinandernehme und die LED-Lichter, also die Lichterkette einzeln benutze. Ah, okay, die hat zum Aufhängen hier einen Ring und dann die Blätter. Und sieht dann so aus. Finde ich gar nicht schlecht. Kann man sich schön hindekorieren, dass es dann durch die Blätter scheint. Finde ich schon süß. Na, komm raus. Das war dann auch für diesen Einkauf, glaube ich, die letzte Lichterkette. Nicht runterfallen. So, dann habe ich noch mal diese hier gefunden. Das sind Adventskalender-Sticker. Die gab es in verschiedenen Ausführungen. Ich denke, ich zeige euch einfach mal alle. Das sind die hier. So. Die fand ich sehr, sehr schön. Dann gibt es noch diese hier. Mit diesem ultra süßen. Komm raus. Na komm. Mit diesem ultra knuffigen Fuchs und dem Pinguin. Und dann hier hinten. Die finde ich auch sehr, sehr schön. Und dann noch die dritte Variante, der kleinen. Die haben übrigens 1 Euro das Set gekostet. Ich finde, dafür kann man echt nicht viel falsch machen. So viele Zahlen habe ich als Stempel und Stanzen dann leider auch nicht, dass ich immer wieder das machen möchte. Und hier das mit dem naiven Rentier und dem kleinen Schneemann. Und ja, ich finde die Farbkombination sehr schön. Deshalb musste ich die einfach haben. Und weil es so schön war, habe ich dann nochmal große mitgenommen. Beziehungsweise, sie sind ja nicht größer, wenn wir sie mal vergleichen. Also, da sind die eher nochmal einen Tacken kleiner als Sticker. Aber ich fand sie halt von der Art sehr, sehr schön. Was nur schade ist, in der Tüte sind sie geknickt, aber das bügelt sich bestimmt wieder raus. Also ich lege da ein großes Buch drauf und dann klappt das wieder mit dem ultra knuffigen Pinguin. Und dann hier mit der kleinen Eule und dem Rentier. Die sind doch mega zuckersüß, oder? Also ich finde sie super, super süß und freue mich schon drauf, die zu benutzen. Wenn wir schon beim Thema sind, habe ich dann dieses Bastelset gefunden. Da sind auch Zahlen drauf, deshalb habe ich die anderen mitgenommen. Ich finde die Zahlen sehr, sehr langweilig, muss ich ehrlich sagen. Ich finde die nicht so schön. Und deshalb, Entschuldigung. So, erstmal aus der Tüte raus. Deshalb habe ich die anderen mitgenommen. Dabei ist dann noch kleine Etiketten. Die sind wirklich, wirklich klein. Also wenn ihr das mal seht. Die sind wirklich sehr klein. Da passen auch nur die Zahlen drauf. Aber ich habe eine Idee damit. Die zeige ich euch auch noch. Die kommt dann erst später. Aber ich finde das Set total cool. Die haben viele,
viele Adventskalendersets im Moment und auch welche, die man nicht mehr bedrucken bzw. nicht mehr gestalten muss. Also sie haben auch Häuschen, die sind schon gestaltet, die bzw. bedruckt in dem Moment, sind dann rot und ein bisschen kleiner. Finde ich schon cool. Das Set hat übrigens 4 € gekostet. Ist schon für das, was drin ist, joa, okay. Ist ein Preis. Und so groß sind diese. Dann könnten die anderen Häuschen wahrscheinlich genauso groß sein. So groß sind die Häuschen gar nicht. Aber ich finde sie mega knuffig. Und für Kleinkram, es ist ja auch nur ein Adventskalender. Da muss jetzt nichts Großes rein, denke ich. In meiner Kindheit war das auch so. Da haben wir mal ein Matchbox-Auto drin bekommen oder so eine kleine Figur oder. Also jeden Tag was anderes. Und es sind sogar unterschiedliche Formen und unterschiedliche Größen. Hierüber wird auf jeden Fall ein Video gemacht und ich überlege mir gut, was ich damit machen werde und wie ich das gestalten möchte. So. Schreibt mir super gerne in die Kommentare, wie ihr das mit eurem Adventskalender macht. Also ob ihr einen gekauften für die Kinder habt oder jedes Jahr einen kauft. Wie jetzt, es gibt ja welche zum selber befüllen und es gibt welche zum, es gibt dann schon befüllte von Playmobil, Schleich, Lego, hier bitte einfügen, was man möchte. Ob ihr sowas kauft, ob ihr einen zum selber befüllen kauft oder ob ihr auch einen bastelt, würde mich sehr interessieren. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ihr wisst, ich lese eure Kommentare super, super gerne und freue mich über jeden einzelnen Kommentar von euch. Es tut mir leid wegen dem Geknister. Auch das wieder aus der Reduziertecke von 4 € runtergesetzt auf 55 Cent. Und wir haben hier ganz viele coole Waldsachen. Ja, ich bin auch immer der Meinung, sowas findet man im Wald. Aber erstens für 55 Cent geht das voll fit, ist alles kein Ding. Und ich habe immer, ja, wie soll ich sagen? Angst, dass ich irgendwelche Tiere mit aus dem Wald nehme. Vielleicht klingt das albern, aber die sind total cool. Die Tiere haben da ihr Zuhause und wenn wir sie dann mitnehmen in unsere Wohnung und vielleicht am Ende auch noch töten, weil wir Angst vor ihnen haben oder weil sie gerade im Weg sind oder weil die Tiere sie erwischen, whatever. Also bei mir kann nichts kriechen, fliegen oder krabbeln, weil meine Hunde es fressen. Die sehen das einfach als laufendes Leckerli an. Und sind 2 Dackelmischlinge, klar, logisch. Da wird gejagt, da wird erlegt, da wird, ja. Ihr wisst, und das finde ich dann super schade. Und hier weiß ich einfach, dass hier keine Tiere drin sind. Außerdem ist das Trocknen wirklich, wirklich Arbeit. Also das muss man können, beziehungsweise schon üben. Gerade bei Moos und sowas, wobei ich das hier schade finde, das ist super zerdrückt. Aber ist auch okay. Da kann man bestimmt was draus machen. Weil sonst kann es passieren, dass etwas feucht wird oder dass etwas schimmelt oder dass ihr einfach eine eigene Flora und Fauna aufbaut. Wenn ihr das wollt, hey, go for it. Ist super cool, ist super interessant. Sind ja Lebewesen. Aber teilweise will man es halt nicht oder eigentlich will man es nicht, wenn man damit bastelt. Und dann finde ich solche Sachen schon cool. Gerade Moos ist da eh ein bisschen problematisch, weil wir mit dem Moos, wenn wir Moos irgendwo abnehmen, reißen wir ein Stück Natur raus. Das heißt, das ist eine ganz, ganz defizile kleine Welt, die da drin wohnt, an Insekten, also an Bakterien, die da drin wohnen, die da zu Hause sind, an Kleinstlebewesen und das Moos halt selber. Und deshalb sollten wir kein Moos aus der Natur nehmen. Und das wird hoffentlich gezüchtet. Also, dass man es nicht aus dem Wald nimmt. Ihr versteht bestimmt, was ich meine. Das ist halt so immer meine Hoffnung. Vielleicht bin ich da ja naiv, aber so, das ist so meine Idee dahinter. So, jetzt versuche ich es nur noch mal schnell reinzubekommen. Ihr habt gesehen, was drin ist. Bei dem Stern finde ich schade, dass er kaputt ist. Das kaputte Teil liegt auch noch drin. Naja.
Im Eifer des Gefechts scheint sowas halt mal zu passieren. Aber dafür haben wir ganz, ganz viel, es tut mir leid, wegen dem ganzen Geruschel, ganz, ganz viel anderen süßen Stuff. Unter anderem dieses irgendwie schon coole Moos. So. Und diese, ja, Tannenzapfen, um Gottes Willen, davon habe ich so viele. Aber diese Teile sind mega cool. Seht ihr das? Diese Form? Wie cool die sind? Also darüber freue ich mich megamäßig. So. Und schon wieder ist meine Oberfläche schmutzig. Nee. So. Zu dem Thema Tannenzapfen habe ich genug. Ich habe Tannenzapfen gekauft. Und ebenfalls runtergesetzt von 3 Euro auf 55 Cent. Steht vielleicht irgendwo drauf, wie viele drin sind. Also ein Stück 10 Cent etwa. 30 Stück sind drin. Man sieht, von super itzi-bitzi kleinen, mega süßen Mini bis hin zu, hier unten ist ein größeres. Also wirklich groß sind sie nicht, aber sie haben eine schöne, schöne Form und sind sehr schön getrocknet. Sind halt Tannenzapfen. Was will man sagen, wa? Sind halt schon cool. So. Und dann kommen wir auch schon zu den letzten beiden, die ich heute euch zeigen möchte. Und zwar den beiden, ich drehe sie mal um für euch, Weihnachtsblocks, Blöcken, Blocks, für jeweils 2,55 Euro. Die sind 32 mal 8, also, warte mal, Design Pad, 32 mal 8 mal 4 Designs. Okay, das heißt 4 mal 8 mal 4 Designs sind es, insgesamt 32 Blatt und 15 mal 21 cm. So rum wird ein Schuh draus. Noch komplizierter könnte man es nicht ausdrücken. Und ich finde, es ist halt, warte, so. Ich finde, es ist sehr, sehr schönes Weihnachtspapier. Es ist von der Grammatur her, steht leider nicht drauf, aber es ist echt angenehm starke, starker Cardstock, starke Pappe. Die sind halt, ja, nicht zu aufdringlich, nicht zu außergewöhnlich. Man kann vieles mitmachen. Es hat eine schöne Größe. Finde ich schon süß. Ich hatte euch ja schon mal was von den Weihnachtssachen vom Teddy gezeigt. Ich denke, es wird auch Stück für Stück wieder was reinkommen. Und ich hoffe, dass sie es wie letztes Jahr machen, dass sie am Ende, also nach Weihnachten, auch wieder rausschmeißen. Weil ihr wisst, vor Weihnachten ist nach Weihnachten ist vor Weihnachten, so rum wird ein Schuh draus. Und dementsprechend bei 30%. Wer will da irgendwie was sagen können? Oder war es sogar 70% am Ende? Ich weiß es nicht mehr. Falls, werde ich euch das mitteilen. Also klar, ich gebe euch da auf jeden Fall Bescheid. Dass ihr dann Bescheid wisst. Ach, diese Formulierung. Und in der zweite ebenfalls 8x4 Designs, 32 Blätter, 15x21 cm, auch die gleiche Grammatur. Ich habe keine Ahnung, welche das ist, aber auch wieder stark, sagen wir es mal so. Und der letzte war ja sehr rot gehalten und der müsste, genau, der fängt dann irgendwann mal an mit dem Grün, was ich sehr, sehr schön finde. Da nochmal. Die kleinen süßen Schneemännchen. Und dann diese Pünktchen. Die Pünktchen hat man ja schon. Aber die kann man auch außerhalb von Weihnachten benutzen. Das ist halt das Schöne daran. Wieder was Rotes. Und das finde ich auch sehr, sehr schön. Es muss ja nicht alles rot sein. Es muss ja auch nicht alles grün sein. Das wissen wir ja auch.
und dann dieses. Also die beiden fand ich sehr, sehr schön. Deshalb habe ich sie mitgenommen. Das sind die beiden. Ja, das war es dann auch schon für den heutigen kleinen Haul. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da, wenn nicht, dann nicht. Wisst ihr, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie er euch gefallen hat, wie ihr die Sachen findet, wie ihr das mit dem Adventskalender macht. Oder einfach nur einen netten kleinen Gruß. Ich freue mich. Und wenn euch das Video gefallen hat, wenn mein Kanal euch gefällt und ihr mehr von mir sehen wollt, lasst gerne, gerne ein Abo da und die Glocke nicht vergessen. Dann verpasst ihr nichts mehr, was ich hochlade. Und würde mich einfach super freuen, euch wiederzusehen. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt kreativ und wir sehen uns.